Sehr gut. Und ihr seid zusammen da, nehme ich an? Ja. Sehr gut. Verheiratet, verlobt, verliebt? Verheiratet. Okay, alles andere. Normal ist, hätte ich sagen müssen, ja, 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 ja. Verheiratet. Müssen andere. Na, pass auf, wir machen das so. Ich spiele am Anfang ein Spiel mit dem Publikum. Ja? Das ist so, ich habe hier Kärtchen, da sind 20 Geschichten drauf. Die wird jemand eine Geschichte ziehen. Ich spiele die dann, ich weiß nicht, welche es ist. Es sind immer verschiedene. Und das Publikum muss mitspielen. Also ihr müsst mir helfen bei der Geschichte. Und zwar, das Publikum macht die Geräusche zur Geschichte. Ja? Wir testen das jetzt zum Beispiel mal. Also zum Beispiel, wenn ich in der Geschichte sagen würde, er stand auf, ging auf den Balkon und blickte über den Hafen hinaus. Dann macht ihr... Eine große Seefahrernation, die Wiener. Könnte auch die Südostankette sein, aber wir sagen mal, es ist ein Hafen. Ja, so ungefähr funktioniert das. So, Ivona, nachdem du schon so panische Angst hast, komme ich gleich zu dir. Ja. Wie heißt du? Jörg. Jörg. Österreicher? Nein. Na, woher? Deutschland, haben wir fast gedacht. Und du bist ja auch nicht Österreicherin, oder? Wo kommst du her? Ursprünglich aus Polen. Ursprünglich aus Polen. Und jetzt? Aus Deutschland, okay. Ja. Mit München, München, mit dir. Ja, das ist ja quasi österreichisch, oder? Also, da bist du ja quasi. Du verstehst mich aber auf jeden Fall, gell? Ja, ja. Noch? Was soll das heißen? Er spricht aus Erfahrung, oder wie? Jetzt weiß ich, ob du sagst, verheiratet, ja, aber. Was soll ich sagen? Pass auf, Ivona, du ziehst einfach einmal irgendeine Karte da, das ist völlig wurscht. Okay, Batman, sehe ich, ja. Also, ich lese das kurz vor, dann wissen die Leute, worum es geht. Batman muss gegen Iceman antreten, der die goldene Pharaonenmaske aus dem Museum in Gotham City stehlen will. Ivona, jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe ein bisschen geschwindelt. Ich spiele es nicht allein, die Geschichte. Du spielst mit, komm. Nein. Ja, komm. Ivona, es passiert dir gar nichts. Du brauchst keine Angst haben, es passiert dir nichts. Ich schwör's dir. Glaub an Wiener. Wir Wiener legen niemanden rein. Ja? Sie bekreuzt sich. Ja. Oh. Ivona, komm bitte, komm. Es passiert dir gar nichts. Ganz entspannt. Du freust dich wahnsinnig, dass du da bist. Ivona, meine Damen und Herren. Ja? Ihr Applaus, dein Applaus. Man sieht gar nichts, gell? Total dunkel. Das ist gut, man sieht nichts. Ich sag dir, das sagen wir auch oft. Das ist gut, dass man alles sieht. Pass auf, wir nehmen dann einen Sessel, haben wir noch einen Requisit. Pass auf, Ivona, das funktioniert so. Also, es stimmt schon, ich spiele die Geschichte. Ja? Das Problem ist nur, ich bin eine Marionette. Also, das, also ein Mann. Und, ja, vielleicht danke, ja. Ich tue nur das, was du mich tun lässt. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sage, ich gehe wohin, ja, dann musst du mein Bein nehmen. Ja, weil sonst gehe ich nicht. Sonst bleibe ich einfach stehen. Ja? Wir probieren das jetzt einfach. Du wirst gleich sehen, ich erzähle die Geschichte, dann weißt du genau, was du tun musst. Wir probieren es jetzt gleich einmal. Das sind deine Unterstützer, das Geräuschkruse. Ich hoffe, dass sie gut sind. Nach dem Hafen hast du keine große Chance, glaube ich. Aber wir probieren es einmal. Pass auf, Ivo. Also ich fange jetzt einmal an. Batman wurde aus seinem Schlaf aufgeschreckt durch eine... Ach, ja, genau. Ja, super. Durch eine Sirene, die durch die Betthöhle kreischte. Ah, das sind zwar Geister, aber es ist auch okay. Danke, da war Sirene, ja. Batman springt auf und zieht sich seinen Batman-Anzug an. Ich weiß, ziehst du ihn mal? Ich zieh mich an. Du nimmst meine Hand und ich mache meinen Gürtel zu. Du kannst mich auch anziehen. Ich weiß nicht, wie du es zu Hause magst, aber schau, weißt, er kramt schon nach dem Fotoapparat oder nach dem Handy, ja, zum Knipsen. Du musst, also ich mache zum Beispiel meinen Gürtel zu, du nimmst meine Hand und ich mach's, genau. Ja, genau. Ah, ja. Ivona, noch eine ganz wichtige Regel bei dem Spiel. Du darfst mich überall anfassen. Also, Batman schnallt sich den Gurt zu. Danke, irgendwer hat Mittag. Danke, ja. Wir probieren es noch einmal, wir schnallen nochmal zu. Du machst das super, Ivona. Ja, ich schau schon. Der denkt sich, wo sind wir da reingeraten? Wer hat die Karten gekauft, du oder er? Ja, viel Spaß heute Abend. Die Sirene heult. Es sind noch immer Geister. Batman sagt, oh mein Gott, ich muss in die Stadt fahren. Ach, danke, ja. Oh, super, oh mein Gott, ich muss in die Stadt fahren. Ich muss sofort zu meinem Auto, zu meinem Batmobil. Das steht da, das ist das Batmobil. Ich sollte da hingehen. Genau. Ja, genau, du bist am richtigen Weg, Jona. Aber einen Fuß erst nach dem anderen, bitte, ja? Sehr gut, ja. Okay. Batman steigt ganz elastisch, gazellenartig in sein Batmobil. Okay, das Batmobil kommt. Ach, Vorsicht, ist alles okay? Ist alles okay? Nein, mir ist alles okay. Ivona, ich bin jetzt nicht sicher, ich will jetzt keinen blöden Bohlenwitz machen, aber ihr habt schon Autotüren auch, oder? Aber ist okay, Ivona. Na, passt, ist super, 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 super. Pass auf. Ivona, Batman startet das Auto an.
danke, danke. Ja. Ich habe es ohne Gas gemacht, aber das macht nichts. Das Batman-Auto geht, ja, brauchen wir kein Gas. Weil, Batman legt den Gang ein. So. Ja, Batman fährt eher wie eine Frau, Otto. Gell? Oh. Batman gibt Gas. So. Ja, Fuß ist super bei Jonas. Schau, wie sich der Jörg abhaut, der findet das total lustig. Was glaubt, was ihr heute Abend macht? Spiel mit mir auch, Batman. Ja? Ich zieh meinen Latex an. Okay, also, wir fahren Vollgas, bitte. Ja, super. Ja, genau. Danke, danke. Der scheppert ein bisschen, hat keine schlechte Stoßdämpfung, das Batmobil, aber es ist okay. Ja? Da sehen wir den bösen Eismann. Wir springen auf die Bremse. Passt, passt. Ist okay, ist okay, ist okay. Und du machst das super, du machst das super. Merkst du, selbst das Batmobil quietscht immer beim Stehenbleiben. Ja? Batman springt aus dem Batmobil raus. Raus? Das Eismann, ich komme gleich. Ja? Der Eismann lacht sich gerade schief über Batman. Batman sagt, steh halt so, mach halt. Okay. Jetzt steht lässig, das ist gut. Er sagt, Batman sagt, Eismann, bleib stehen, gib die Maske her. Der Eismann sagt, was? Leck mir am Arsch, hast du gesagt? Ich muss auf die Knie, Ivana, ich muss auf die Knie. Okay. Die Zunge. Lecken. Okay, das lässt sich Batman nicht gefallen. Er springt wieder auf. Oh, danke, dass du mir so hilfst. Er holt seinen Bat-Pistole aus dem Anzug raus. Ich bin Rechtshänder, aber es macht nichts. Ja? Ich meine, es ist völlig in Ordnung. Plötzlich schießt Eismann mit seiner Eiskanone. Nein, er schießt. Wir müssen uns ducken. Wir müssen Ivan ausweichen. Er schießt nochmal. Super, wir haben schon vorher gewusst. Nochmal. Aber jetzt schießen wir Ivan. Achtung, wir feuern. Eismann wird getroffen und stirbt. Das geht in Wien immer super. Das Sterben, das könnte in der Früh im Job, wenn der Chef kommt. Und da sieht Eismann nicht nur, hat er Eismann überwältigt. Nein, er hat sein Catwoman befreit. Das bist jetzt du. Batman dreht sich zu Catwoman. Ich drehe mich zu dir. Ja. Genau. Catwoman ist so beeindruckt von diesem athletischen Batman, ja, dass sie total verliebt ist. War das bei ihm auch so? Ja, Alter! Ivana, du bist super, Ivana. Okay, und jetzt müssen wir das Ganze zu einem Höhepunkt bringen für die Zuschauer. Was ist das polnische Wort für Höhepunkt? Weiß ich nicht im Moment, macht nichts, wir kommen schon drauf, wir werden es probieren. Ja? Pass auf, es ist so wie im Film, wir müssen uns jetzt küssen. Ja? Und dazu musst du mich so hinstellen, wie du gern hättest, dass er steht, wenn er dich heiß küsst. Also wie er dich halten soll, wie du das gern hättest. Und jetzt mach's gescheit, weil er sieht das jetzt. Ja? Also wie soll, du musst meine Hände dort hinlegen, wo du sie haben möchtest. Warte. Ja? Okay. Ah, okay, pass auf, jetzt ist das so, Ivana, wir spielen ja nur, ja, das heißt, wir tun nur so, als würden wir uns umarmen und stecken uns die Zunge in den Mund. Boah. Was heißt, boah? Also du bist ja, na pass auf, Ivana, das Publikum ist dein Partner, ich küsse dich jetzt so lange, ja, bis diese Leute ausrasten, applaudieren, schreien und jubeln, so lange habe ich dich jetzt in der Reißen, alles klar? Er klatscht noch nicht, er hat eine Kamera in der Hand, also du, das weißt mir eher drüber, denk. Los geht's. Ivana Catwoman! Unglaublich! Vielen Dank. Ivana, ich schulde dir ein Getränk. Ja? Auf meine Kosten kriegst du ein Getränk und alles. Vielen Dank, du warst unglaublich. Danke. Ja? Come and